An einem herrlichen Tag im April sind wir in der Nähe von Fröndenberg unterwegs. Wir haben geplant, durch Wiesen und Felder zu laufen und hoffen, dass uns etwas Interessantes vor die Kameras läuft. Ein kleiner Vogelspaziergang, a little bit of birding sozusagen, und man darf gespannt sein. Gleich zu Beginn hören wir die Rufe eines Turmfalken und sie kommen aus ungewöhnlicher Richtung. Ganz hoch oben im Strommast haben sie ihr Nest gebaut. Das wird schwierig für die Kameras. Das startete ja schon mal vielversprechend. Wir setzen die Wanderung fort durch eine idyllische Landschaft. Vorbei an blühenden Rapsfeldern, das Meer an Gelb hebt bei uns immer gleich die Stimmung. Ein Feld weiter hat etwas unsere Aufmerksamkeit erregt. Da scheint sich irgendetwas im Grün gut zu verstecken. Schnell wird klar, es handelt sich um einen Feldhasen. Ich versuche mich mal näher heranzuschleichen. Bis es dann offensichtlich nahe genug ist. Feldhasen werden bei uns immer seltener, weil der naturbelassene Lebensraum immer weniger wird. Eine gute Idee ist es, wie hier geschehen, den Lebensraum Feldweg unter besonderen Schutz zu stellen. Viele Tiere und Pflanzen sind auf Ruhezonen angewiesen und das finden sie besonders hier zwischen den Ackerflächen. Das Frühjahr ist auch die Zeit, sich wieder intensiv mit der Imkerei zu beschäftigen. Und dieser Imker hat etwas Besonderes für uns. Eines seiner Bienenvölker ist ihm nämlich abhanden gekommen und er lädt uns ein, sich das Ganze mal aus der Nähe anzugucken. Alle Bienen sind hier der Königin gefolgt, die sich irgendwo im Zentrum aufhalten muss. Der Imker verrät, dass es möglicherweise wenig Sinn macht, diese Bienen wieder einzusammeln. Diese Bienensorte, die sich gleichsam über Nacht heimlich davongestohlen hat, wäre ohnehin sehr, sehr reisefreudig. Ich komme mit meiner Kamera ziemlich nahe heran. Die Bienen sind nicht angriffslustig. Sie haben eh nur eins im Sinn, nicht der Königin von der Seite zu weichen. Für uns geht der Weg weiter mit einer kleinen Vogelrarität, einer Goldammer. Gehört hat man ihn schon die ganze Zeit, jetzt zeigt er sich auch auf der Traktorspur, ein Jagdfasan. Am nächsten Tag wechseln wir das Biotop, es geht in die Heidelandschaft. Die Heide ist eine sehr schützenswerte Landschaftsform mit einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen, die hochspezialisiert und angepasst sind. Und das müssen nicht immer nur Vögel oder Säugetiere sein. Grabwespen zum Beispiel sind hochinteressant. Dieses gerade mal einen Zentimeter lange Insekt hat eine Röhre ausgehoben, tief im Sandboden. Danach geht die Wespe auf die Jagd nach Larven anderer Insektenarten. Die braucht sie für ihre Fortpflanzung. Auf jedes gelähmte Beutetier legt die Wespe sodann ein Ei und verschließt den Eingang zur Brutröhre. Die frisch geschlüpften Wespenlarven zehren von der gut gefüllten Speisekammer.
Landschaft in der Westrupper Heide überlässt man vielfach sich selbst. Und auch ein gestürzter Baum kann ein ganzes Biotop darstellen. Ähnlichkeit mit einer Lerche in Farbe, Form und Verhalten hat er, der Baumpieper. Und in einem älteren Video führte er uns ja auch schon mal gehörig an der Nase herum. Möglicherweise haben Waldränder und Heiden einen Anreiz in der Evolution gegeben, gleiche Verhaltensweisen auszubilden. Denn wie die Heidelerche liebt auch der Baumpieper diesen Lebensraum. Und das zeigt er eindrücklich beim Balzflug und Balzgesang. Das Sammeln von Nistmaterial. Für dieses Buchfinkweibchen eine gefühlte Lebensaufgabe. Buchfinken waren lange Jahre die beliebtesten Käfigvögel. Ein Grund war das außergewöhnliche Lautinventar. Die kleinen Vögel sind in der Lage, sich Dialekte anzugewöhnen. Kaum ein Buchfink klingt wie der andere. Dabei werden sogar Pfeiftöne anderer Vogelarten in den Gesang eingebaut. Selbst die Nachkommen pfeifen später genau diesen Dialekt. Warme Tage im Frühling lassen die rote Waldameise im unterirdischen Nest erwachen und an die Oberfläche streben. Nun gilt es, diese Reste eines Baumes als Ausgangspunkt für den großen Ameisenhügel immer weiter auszubauen. Nicht ganz einfach hat es hier die Gartenkreuzspinne. Jeder Wind wirkt in ihrem Netz wie eine Sturmböe. Wenig später entdecken wir einen unserer liebsten Kleinvögel. Irgendetwas tut sich hier an dem hohlen Birkenast. Haubenmeisen haben hier ihre Nesthöhle und sind eifrig bei der Futterbeschaffung. Idealer geht es fast nicht. Ich positioniere mich nur wenige Meter vom Höhleneingang und warte auf die Dinge, die da kommen. Äußerst wählerisch sind Haubenmeisen, wenn es darum geht, eine geeignete Nistmöglichkeit zu finden. Man fand heraus, dass künstliche Meisenkästen von Haubenmeisen so gut wie gar nicht angenommen werden. Es muss schon ein Stammstück sein, das man entsprechend aufbereitet hat. Kein Wunder also, dass die Haubenmeise Biotope bevorzugt, in denen viel morsches Holz vorhanden ist. Der kleine Hauptdarsteller hier am Birkenast macht seine Sache so gut, dass ich die Kamera einfach mal laufen lasse. Er zeigt gar keine Scheu. Und wir lassen das Ganze auch mal unkommentiert. Langsam neigt sich der Spaziergang durch die Westrupper Heide dem Ende entgegen. Und von irgendwoher kommen noch die Rufe zweier kleiner interessanter Vogelarten. Den ersten hier identifizieren wir als Fitis.
Dieser Langstreckenzieher überwintert im tropischen Afrika. Last but not least, Nummer 2, der Gartenrotschwanz. Im Herbst muss er sich Fettreserven anfressen, denn sein Flug geht durch die sehr trockene Sahelzone.